Mona Walzig, Mira Olk, Marina Tänzler, Stefan Welcher, Jenny Hofmann, Sada Osam, Barbara Nübel, Svenna Walge, Alina Erdmann, Nele Stock, Victoria Birne, Caro Frost, Vera Vierhölig, Hi, ist die Pauli, Vicky Peters, Lotta Sackmann, Marie Kranefuß, Lisa Schmidt, Franzi Peschko, Attila Kardosch. Hi Mädels, erstmal eine dicke Gratulation zur Bayerischen Vizemeisterschaft. Ihr steht mit Recht ganz oben in der Bayernliga, ihr spielt wirklich einen super, super schönen Handball, super schön zum Zuschauen. Man spielt auch sogar gern gegen euch, ja, das ist manchmal ein bisschen bitter, weil man dann doch vorgeführt wird. Ich finde, wir haben diese Saison gelernt, flexibler und kreativer auf Spielsituationen zu reagieren und unser Spiel damit unausrechenbarer gemacht. Ich finde, dass wir eine sehr, sehr souveräne Saison gespielt haben, von vorne bis hinten, und dass der Ehrgeiz, der natürlich von vornherein schon sehr hoch war, die ganze Saison über eigentlich nur noch mehr gewachsen ist und dass wir auch als Mannschaft gewachsen sind und jeder individuell sich weiterentwickelt hat und wir vor allem nie den Spaß verloren haben. Und ich sagen würde eigentlich, dass wir eine für mich perfekte Saison gespielt haben, natürlich bis auf das Ende. Ich finde, dass die letzte Saison nahezu optimal für uns verlaufen ist. Wir haben alle sowohl individuell als auch im Mannschaftsgefüge einen Sprung nach vorne gemacht, der leider durch den Saisonabbruch nicht belohnt wurde. Hey Mädels, Glückwunsch zu der Bombensaison. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ich wünsche euch für einen weiteren Weg alles Gute. Ich hoffe, ihr haut euch weiter rein. Mir macht Spaß, euch zuzugucken. Bis dann. Ciao, euer Christian. Hallo HC Mädels. Eine super Runde. Vom Torwart angefangen bis zum Linksaußen, bis zur Reservebank. Und der eine Mann, der was zu sagen hat, spitze. Ihr seid nicht die Besten, ihr seid auch noch die Schönsten. Also macht weiter so, ob es dritte Liga wird oder Bayernliga, ihr seid spitze. Also bis zum nächsten Mal in der Halle. Als Team eine super Saison gespielt, hatten viel Spaß, sind zusammengewachsen
haben Willensstärke gezeigt und gerade deswegen ist es sehr schade, dass es nicht zum krönenden Abschluss gekommen ist. Hi Mädels, eine wahnsinnig tolle Saison ist leider vorzeitig beendet worden, so dass ihr nicht beweisen konntet, dass ihr der Wademeister seid. Für mich sei das auf alle Fälle. Und von daher wünsche ich mir natürlich für euch das Bestmögliche und für die nächste Saison eine sehr erfolgreiche Saison. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bis bald. Ich finde, wir haben bisher die beste Saison in der Bayernliga gespielt, haben jedes Spiel bis zum Ende durchgekämpft, von Anfang bis Ende. Und es ist sehr schade, dass unsere Saison kurz vor dem entscheidenden Spiel abgebrochen wurde. Mein Name ist Johanna Weigel. Die letzte Saison möchte ich in drei Worten zusammenfassen. Mannschaft, Training, Spiele. Alles drei fand ich gut. Herzerwärmend, toll. Weniger gut fand ich, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe und Corona kam, sodass die Saison sowohl für mich als auch für die Mannschaft relativ früh zu Ende ging. Ich denke, es wäre für jeden schöner gewesen, die Saison zu Ende zu spielen, aber man hat es manchmal einfach leider nicht in der Hand. Und dann heißt es für uns einfach nächstes Jahr wieder angreifen. Hallo Mädels, normalerweise würden wir jetzt in der Halle stehen, es ist Samstag 16 Uhr, aber ja, es ist alles anders gekommen, wie wir uns das alles so geplant hatten. Auf jeden Fall wünsche ich euch für die kommende Zeit, egal in welcher Liga das wir spielen, weiterhin viel Glück. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ihr sowieso die beste Mannschaft seid. Ihr habt jeden aufgenommen in eurem Team, wer auch gekommen ist. Und was noch toll ist, dass ihr auch allen Unken zum Trotz immer Top-Mannschaft war, obwohl manche gesagt haben, naja, wie soll es weitergehen, es gehen zu viel weg, es kommen neue, die weiß man nicht, wie es funktioniert. Ihr habt sie immer alle toll aufgenommen und wart immer mit vorne dran, ihr seid einfach die Besten. Und für euch weiterhin persönlich und sportlich alles Gute. Ja, meine Gedanken zur Saison. Ich finde, dass wir eine sensationelle Runde gespielt haben und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass wir nicht mehr die Chance bekommen haben, das dann am Ende mit dem Heimspiel gegen Würm vielleicht zu vergolden. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir uns als Team, aber auch individuell alle weiterentwickelt haben und dass wir einen unwahrscheinlich guten Teamzusammenhalt hatten und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass das jetzt schon alles vorbei ist, aber ich freue mich dabei auch gleichzeitig, dass es dann bald wieder losgeht und dass wir dann daran anknüpfen können und wieder Vollgas geben können.
haben die Ziele, die wir uns am Anfang der Saison gesetzt haben, erreicht, vielleicht sogar noch die ein oder andere Überraschung geschafft und wir sind einfach ein geiles Team. Ich denke, dass wir in dieser Saison trotz oder vielleicht sogar wegen der vielen Widrigkeiten als Team gewachsen sind. Ich finde, wir haben in der letzten Saison vor allem als Team überzeugt, was man ja zum einen an den Ergebnissen sehen kann, als auch daran, dass sich jeder persönlich weiterentwickelt hat und es, glaube ich, allen sehr viel Spaß gemacht hat. Nichtsdestotrotz war die Saison ja leider doch viel zu schnell vorbei. Hallo nach Erlangen und erst einmal herzlichen Glückwunsch zur bayerischen Vizemeisterschaft. In der abgelaufenen Damen-Bayernliga-Saison hat es ja zwei Mannschaften gegeben, die wirklich dominiert haben. Vor einer Mannschaft war es zu erwarten, denke ich einmal, die Würmer, die HSG in Mitte. Von der anderen Mannschaft, HC Erlangen, hat man das nicht unbedingt erwarten können. Leider ist ja die Saison oder musste die Saison ja abgebrochen werden. Leider auch wenige Tage vor eurem Spitzenspiel, vor eurem Rückspiel gegen die Würmer. Also da habt ihr nicht bloß ihr drauf hingefiebert, da haben, denke ich, alle drauf hingefiebert. Also das war irgendwo ein Highlight. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich sehr viel Enttäuschung, sehr viel Frust bei euch da war zu dem Zeitpunkt. Ich muss nämlich sagen, ihr solltet lieber auf das stolz sein, was ihr geschafft habt, sondern euch nicht lange damit beschäftigen, was wäre wenn gewesen. Und, ihr wart von Anfang an in der Saison, wart ihr vorne dabei, habt die Spiele dominiert, habt wirklich eine super Saison gespielt und darauf solltet ihr stolz sein. Bayerische Vizemeisterschaft, super Sache, Gratulation. Die Enttäuschung über den Abbruch der Saison, über diese Vizemeisterschaft, bitte abhaken, einfach wirklich jetzt schon langsam hinter euch lassen, zack, Blick nach vorne richten, das ist nämlich ganz wichtig. Ich denke, ihr habt wirklich eine super Mannschaft mit einem super Trainer, mit einem Attila, der sehr viel Fachwissen hat und der auch vor allen Dingen den richtigen Draht meiner Meinung nach zu euch gefunden hat. Ihr habt mit Sicherheit jetzt schon auch wieder das nächste Ziel fest im Blick. Ich wünsche euch, wir von der SG Mintraching, wir wünschen euch sehr viel Erfolg dabei. Was noch wichtig ist bei euch, ihr seid nicht bloß sportlich eine gute Mannschaft, eine Riesenmannschaft, sondern eben auch noch sympathisch dazu. Und das ist nämlich auch was man alles im Gesamtpaket sehen muss bei euch. Seid stolz auf euch, seid stolz auf das, was ihr alles geschafft habt. Danke für die schöne Saison. Erholt euch erst einmal, bereitet euch gut vor und schöne Grüße von der SG Mintraching Neutraubling. Ciao! Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft Neuzugänge super aufnimmt und wir unsere Ziele in dieser Saison erreicht haben. Ich finde, diese Mannschaftsleistung sollte mit nicht nur einem Fruchtzweig belohnt werden. Hallo ihr lieben Mädels vom HC Erlangen. Wie beschreibe ich euch am besten als Swedish Bikini Team? Wenn ich mir in der Vergangenheit Gedanken darüber gemacht habe, Spiele gegen euch zu bestreiten und immerhin war das in den letzten drei Jahren sechsmal der Fall, dann wusste ich, dass ich mich immer gut vorbereiten muss. Ihr seid eine Mannschaft voller Selbstbewusstsein, voller Selbstvertrauen. Ihr verfügt über eine hohe körperliche Präsenz. Seid athletisch gut ausgebildet, habt viel Spielwitz, spielt mit Überzeugung und Leidenschaft. Und da war mir klar, wenn ich mich nicht gut vorbereite, dann können wir auch schnell mal den Arsch voll kriegen von euch. Das sind die rein sportlichen Fakten. Dazu, das ist meine persönliche Meinung, kommt, dass Spiele gegen euch für mich immer etwas ganz Besonderes waren, weil sie besonders viel Spaß gemacht haben. Ihr seid eine richtig tolle Truppe und egal, ob ihr verliert oder gewinnt, ihr habt das Talent, sowohl ein guter Verlierer als auch ein guter Gewinner zu sein. Das können nicht viele Mannschaften. Keine Theatralik, kein Gejammer, kein Mimimi. Da ging es immer von Anfang an mit viel Leidenschaft und viel Kampf und Kraft um den Sieg und am Ende konnte man sich in die Augen schauen und hat sich zum Sieg meistens zum Sieg gratuliert. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid und ich hoffe, wir laufen uns irgendwann mal wieder über den Weg. Thank you.
die Lenat vom HSV Bergtheim hier. Für mich hat der HC Erlangen eine unfassbar souveräne Saison gespielt. Ihr spielt einen unglaublich dynamischen Handball, steht unfassbar kompakt in der Abwehr und im Zusammenspiel mit eurer Torhüterin scheint es meist sehr unüberwindbar. Daraus resultierend natürlich euer Tempospiel. Wenn man euch dann einmal auch ins Laufen kommen lässt, dann hat man es sehr, sehr schwer, euch nochmal zu stoppen. Ja, schade, dass euer Spiel gegen Würm nicht mehr ausgetragen werden durfte. Wir hatten uns alle schon drauf gefreut. Wir hatten uns auch aufs Rückspiel gegen euch gefreut. Wir wünschen dem HC Erlangen für die kommende Saison verletzungsfreie Spiele, vielleicht ja ein packendes Duell gegen uns. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald. Ich finde es schade, dass jetzt die Saison so abgebrochen wurde. Ich weiß nicht, wie ich nächstes Jahr noch in der Mannschaft teilnehmen kann. Deswegen wurde mir sozusagen der Abschluss vom Team so ein bisschen genommen. Hallo zusammen, ich bin der Chris, euer Athletiktrainer. Ich fand, die Saison war bis zum Abbruch ein relativ guter Erfolg für alle. Ich denke auch, dass wir alle mit dem zweiten Platz relativ gut zufrieden sein können, aufgrund der Situation der Abgänge, die vorher ein bisschen besprochen worden sind. Und daher glaube ich, war das ein relativ guter Abschluss, auch wenn er nicht so war, wie uns den vielleicht alle gewünscht hätten. Ich denke und ich hoffe, dass in den nächsten Wochen einigermaßen Normalität wieder eintrifft und wir dann endlich wieder in die Halle können, um unserem Sport nachgehen zu können. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald, ciao, ciao. Ich weiß, ihr könnt euch natürlich nicht ganz so richtig drüber freuen. Es ist schon sehr, sehr bitter, dass man die Saison Stunden vorm Rückspiel abbrechen muss. Und ja, wir wissen alle, ihr hättet es klar gemacht. Ihr wärt bayerischer Meister geworden. Ihr hättet aus eigener Kraft in die dritte Liga aufsteigen können. Enger kann man einen Aufstieg nicht zugesprochen bekommen, also nicht selber erzielen. Das heißt, ihr müsst in die dritte Liga. Wir von Forst United drücken euch auch die Daumen dafür. Und wir drücken auch jetzt schon euch die Daumen, dass ihr dann nächste Saison, wenn sie dann endlich startet, eine erfolgreiche Saison habt und euch in der dritten Liga auch gut etabliert. Und wenn es dann wieder erwarten nicht funktionieren sollte, dann freue ich mich zumindest, dass wir zwei Spiele gegen euch haben, die... Ja, auf die freue ich mich tatsächlich. Ihr seid so eine sympathische Truppe, die auch richtig gut Handball spielen kann. Da freue ich mich drauf. Hi, hier ist die Pauli und ich finde, dass generell die Saison sehr erfolgreich war und wir auch als Team nochmal weiter zusammengewachsen sind. Was jetzt sehr schade war, war, dass halt die Saison jetzt abgebrochen werden musste. Aber alles in allem fand ich, dass es eine mega Saison war und dass wir daran anknüpfen können. Hallo zusammen, auch vom TSV Winkelheid. Herzlichen Glückwunsch zu eurer super Saison. Ich hatte ja das Vergnügen, durch das, dass ihr immer einen Spieltag vor uns gespielt habt in der Saison gegen unsere Gegner, dass ich all die Spiele gesehen habe. Gerade euer Tempospiel nach vorne fand ich sehr beeindruckend. Ihr hättet den Aufstieg genauso gut verdient wie wir Mitte. Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Saison und ich glaube, sollten wir nicht Erster werden, dann sieht's ganz gut aus mit eurem Aufstieg für nächste Saison. Bleibt gesund und weiterhin viel Spaß beim Handball. Ciao. Hi, ich bin die Jenny Hofmann und ich finde, dass wir als Team funktioniert haben, die Saisonziele umsetzen konnten und ich finde es schade, dass wir am Ende nicht zeigen konnten, was in uns steckt. Thank you.
Osam und bin letztes Jahr nach Erlangen gezogen. Daraufhin wurde ich von der Mannschaft mit offenen Armen aufgenommen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich denke, dass die letzte Saison ein großer Erfolg war und auch auf Großes hoffen lässt. Hey Mädels, ich habe ja nicht allzu viele Spiele in der Saison sehen können, aber eins kann ich sagen, es war eine richtig klasse Saison. Besonders fasziniert hat mich eure konzentrierte und leidenschaftliche Abwehr und der daraus resultierende Schnellangriff, insbesondere die zweite Welle, die war richtig geil. Natürlich hat es mich gefreut, zwei Trainings von euch zu halten und das Spiel gegen Hohenstetten zu coachen. Für mich war die Saison 1920 eine neue Erfahrung in der neuen Mannschaft, die mich sehr gut aufgenommen hat. Handballerisch habe ich, glaube ich, einiges dazugelernt und es hat mir mega viel Spaß gemacht, Teil einer so erfolgreichen Bayernliga-Mannschaft zu sein. Und ich glaube, wir haben allen gezeigt, was wir so drauf haben und allen gezeigt, dass wir uns den Aufstieg eigentlich echt verdient hätten. Hallo zusammen, habe mich hier positioniert für euch, passend der Kleiderordnung auch. Ich denke, es hat sich gelohnt, Attila zu verpflichten. Wäre schön, wenn wir dieses Jahr das Thema nicht hätten, dann kann ich auch in meinem Urlaub ein bisschen entspannen. Auch für euch halte ich hier die Stellung. Mich kriegt hier keiner weg, außer ein Friseur vielleicht. Vielleicht könnt ihr da jemanden mal vorbeischicken. Also herzlichen Glückwunsch zur Bayerischen Vizemeisterschaft. Zu zweiten Plätzen gratuliert man eigentlich nicht. In dem Fall hoffe ich, es ist für euch okay, wenn ich es trotzdem tue. Ihr habt euch das verdient. Hättet euch dieses Spiel auch verdient gehabt. Kann ich, glaube ich, einigermaßen nachvollziehen, wie man sich dann fühlt. Deswegen Kopf hoch, fit bleiben und nächste Saison gibt es dann mit Sicherheit eine weitere Chance. Die Situation ist natürlich sehr, sehr schade für uns. Ich finde trotzdem, dass wir eine starke und auch vor allem souveräne Saison gespielt haben, in der die Mannschaft viel Ehrgeiz gezeigt hat und in der auch wir Jungspieler die Chance bekommen haben, wichtige Erfahrungen sammeln zu können. Meiner Meinung nach war das eine Mega-Saison. Das hätte im Vorfeld wohl kaum einer geglaubt, dass das so läuft. Und es hat uns allen mega viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, worauf wir uns dann noch freuen dürfen. Hi, ich bin Marie Kranefuß und ich finde, dass die Saison, jedenfalls bis zu dem Abbruch, ein voller Erfolg war. Das Training und die Spiele haben immer Spaß gemacht und die ganze Mannschaft hat sich zusammen reingehängt und gekämpft. Vor allem ich als Neuzugang habe mich super aufgehoben gefühlt. Kopf-an-Kopf-Rennen hat es in der Bayernliga wahrscheinlich noch nie gegeben. Auch ich hätte mir letztendlich ein sportliches Ende gewünscht. Mit Attila als Trainer werdet ihr noch viel Erfolg haben und es weit bringen. Auf diesem Weg wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg. Hallo zusammen, herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg gegen Würm. Das ist ein Riesenschritt Richtung Aufstieg. So oder so ähnlich hätte ich euch gerne vor ein paar Wochen gratuliert. Aber das ist leider nichts geworden. Aber trotzdem war die Saison mit einem zweiten Platz ein Riesenerfolg, den in der Vorbereitung keiner erwartet hat. Vielleicht klappt es ja noch mit ein bisschen Glück mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Wir müssen dann noch die Rahmenbedingungen gemeinsam schaffen und dann geht's auf in eine gemeinsame goldene Zukunft. Ja.
Das Team hat eine fantastische Saison gespielt. Es hat riesen Spaß gemacht und da kann man sich nur auf noch mehr freuen.